ASMR ist für zurück. Heute mal auf einer anderen Map, wie ihr sehen könnt. Und zwar findet ihr aktuell Craft Attack 9 statt. Und wir haben jedes Jahr mit ein paar Freunden so Mini-Craft Attack gemacht. Aber dieses Jahr fällt das leider aus. Und ja, ich spiele immer noch auf der Craft Attack 8 Welt. Ab und zu selber Mini-Craft Attack 8 Welt. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich die euch heute einfach mal. Immer, wenn dir das Video gefällt, lass natürlich gerne kostenlos ein Like und ein Abo da. Dann verpasst du nämlich kein neues Video mehr. Und bald kommt auch das Face Reveal, keine Sorge. In einem der nächsten Minecraft-Videos. Genau, wir starten einfach mal hier. Hier war mal eine schöne Scheune. Das ist aber jetzt am Anfang alles von jemand anderem. Also hier hatten wir eine Scheune, die war ganz schön. Das wurde leider alles dann gesprengt von ihm. Warum, weiß ich bis jetzt leider immer noch nicht. Aber so ist es leider. Der hatte dann hier so eine Art Hobbit-Höhle gemacht. Das sah eigentlich ziemlich schön und gut aus. Hat er dann jedoch gesprengt. Ich werde das irgendwann umbauen und so tun, als wäre hier ein großes Unglück passiert. Und Brandgebiet nenne ich das hier. Passt auch ganz gut. Daher als nächstes gehen wir nämlich weiter zu einem nächsten Kumpel. Der hat nämlich einen Vulkan gebaut, so ein bisschen Jurassic World mäßig, wie man hier so reinkommt. Genau. Wir haben hier oben die Lava. Ich habe das meiste schon geplündert von dem, was ich brauche. Ja. Man sieht hier rechts ist ein Feld. Oh, hier ist ein Zombie. Ja, moin. Nochmal. Ist so laut. Nö, okay. Wo kommen die ganzen Zombies her? Scheint nicht gespawnt zu sein. Hier unten ist auch noch nicht fertig gebaut. Naja. Dann seht ihr hier auf der Karte nochmal das Gebiet. Der Vulkan mäßig. Und ja, da drüben geht es dann zu mir. Das gucken wir dann später an als letztes. Hier unten haben wir noch die ganzen Villager und drunter geht's zu ihm in die Mine. Ich würde sagen, wir gehen aber nochmal hoch auf den Vulkan. Ja, ein Vulkan mit Schnee, super. Hier ist sagen der Krater, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Aber ja, so viel dazu. Hier drüben ist noch eine Gunpowder Farm, die ziemlich gut ist. Die nutze ich immer mal. Und dort oben geht es zu einer ziemlich schlechten Form von mir, die ich mal irgendwann gebaut habe. Ja. Dann gehen wir jetzt hier rüber zu der Burg meines Bruders. Die ist auch nicht fertig geworden. Ich bin nämlich der Einzige, der sein Zeug mehr oder weniger fertig gebaut hat. Ist auch nicht ordentlich ausgeleuchtet. Dann, ich finde das richtig cool, wie er die Tische und so und die Stühle so gemacht hat. Das gefällt mir. Essensraum, die Küche sozusagen. Was ich richtig cool finde, ist, dass es hier bei dem Feuer nach rechts hinten so hintergeht. Das finde ich richtig cool gemacht. Und auch die Wasserhähne sozusagen. Dann haben wir hier noch ein Lagersystem. Wow, voll cool. Schön sortiert. Das brauche ich aber eigentlich alles nicht. Nö. Habe ich selber genug. Dann waren wir hier schon. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hoch in die Etagen. Dort haben wir aber nichts Besonderes. Die sind alle leer. Hier oben kann man dann noch oben auf die Burg drauf gehen. Ja. Ist aber halt leider leer. Sagen, die gehen mal weiter zu meinem. Es waren noch ein paar mehr Leute, die auf dem Server gespielt haben. Aber die haben zu wenig gebaut. Also nichts Richtiges gebaut. Ja. Kommen wir jetzt zu meinem Gebiet. Vorweg, es ist ein Industriegebiet. Und ich spiele nicht mit Shader, weil es uns zu doll lag. Wegen dem Redstone. Genau, es soll ein Industriegebiet sein. Und hier, während ich die Straße hier gebaut habe, habe ich Hunter geschaut. Wenn du Hunter noch nicht geschaut hast, kann ich dir empfehlen, Hunter X Hunter.
System gebraucht habe.
ist nicht warm und ja, lange Geschichte. Dann als nächstes gehen wir zu meinem Tier- und Bienen- und so Bereich, Farmbereich. Jetzt sagen wir, beginnen wir erstmal mit dem Farmhaus hier. Das ist hier, da haben wir eine Wheat Farm.
seht ihr jetzt den Jungle Tree nochmal so von weiter weg. Also ich finde es ziemlich cool. Ja, die Sonne geht auch gerade unter. Wir müssen dafür dort rein und jetzt wieder so zurück. Genau, und ich spiele immer noch in der Welt. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr irgendwann nochmal ein neues Update sehen dafür wollt. Ich spiele ab und zu noch in dieser Welt, wie gesagt. Ich habe auch 13,93 Spieltage, also fast 2 Wochen Spielzeit innerhalb von einem Jahr in dieser Welt gesammelt. Und ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Dann hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Lass gerne kostenlos ein Like und